und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pescado TV. Heute ist die Verabschiedung der Spanischschüler hier in unserem Café Tasca. Und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, was hinter dem ganzen Projekt sich überhaupt verbirgt. Und ja, viel Spaß. So, also Frau De Hero, was ist denn eigentlich das ganze Projekt und was steht so dafür, was dahinter und was passiert hier eigentlich gerade? Also, gerade verabschieden sich die spanischen Austauschschüler von uns. Und es war, wir haben vor langer Zeit das Projekt gestrebt, ein Austauschprogramm für die Schule zu finden in Spanisch, weil wir haben schon ein Austauschprogramm mit Belgien oder mit Italien, mit Chataldo. Und wir dachten, es wäre eine Bereicherung für Spanisch, so auch ein Austauschprogramm zu finden. Und dieses Jahr hat das erste Mal stattgefunden und es war für Schüler und Schülerinnen aus der 8. Klasse. Unsere Schüler waren dort im März und haben die spanische Austauschpartnerschule besucht und war super. Und jetzt sind die Spanier hier und genießen trotzdem ein bisschen gutes Wetter. Genau. Und ja, und wir hoffen schon, also beziehungsweise nicht nur hoffen, sondern wir wissen schon, dass nächstes Jahr auch stattfinden wird, ja, was schön. Ganz schön ist. Genau. Ja, klar. Ja, ganz genau. Ja. Ja. Dann freue ich mich natürlich, dass Sie mir das jetzt alles erklären konnten. Und Jan, hoffen wir natürlich auf einen wunderschönen Abend und ganz viel Spaß noch mit Ihren Austauschschülern. Ja, vielen Dank. Und auf jeden Fall vielen Dank an Tasca und an euch, dass wir das hier machen konnten. Auf jeden Fall. Dankeschön. Genau. Vielleicht auch nächstes Jahr dann wieder, ne? Genau. Super. Danke. Danke. So, das war jetzt Frau De Hero und sie hat uns natürlich jetzt einen Einblick gegeben in das Ganze, also dass wir halt das machen, weil das ganz neu ist und natürlich auch richtig cool, dass wir das nicht nur mit Belgien und so machen, sondern auch mit Spanien und das ist natürlich eine super Idee und so machen wir das Ganze natürlich immer vielfältiger. Dann wollen wir doch mal schauen, was auch die Schüler hier dazu sagen. So, Sami und Florian werden mir jetzt erstmal erzählen, wie sie das Ganze wahrgenommen haben und was für sie am schönsten war. Also, ich fand es schöner, in Spanien zu sein, weil hier... Ja, muss man sich halt so oft um alles kümmern und so und muss halt noch ein bisschen früher aufstehen. Ja, aber mir haben auch die Ausflüge sehr viel Spaß gemacht. Und an sich das Projekt, fandst du gut? Ja, fand ich gut und ich würde es auch weiterempfehlen. Das ist natürlich super. Und was sagst du? Ja, ich habe eigentlich die gleiche Meinung. Ich fand es auch in Spanien besser, weil wir da immer morgens zur Schule gelaufen sind. Und hier müssen wir halt mit dem Bus fahren und das ist mit ihm halt ein bisschen schwer, weil er halt kein Deutsch kann. Ja, und... Die Ausflüge, die waren auch gut. Also heute waren wir ja in Potsdam und es hat sehr Spaß gemacht. Und vor allem die Erfahrung mit dem so Zusammenleben und so hat euch auch viel Spaß gemacht? Ja, schon. Ja? Super. Okay, das freut mich natürlich. Und weiterempfehlen würdet ihr auch, ne? Habt ihr ja gesagt. So. Das ist natürlich super. Dann viel Spaß noch und schönen Abend wünschen wir euch noch. Super. One question we tell us here, how did you like the project? What's your favorite thing on this exchange? I think it's a very good experience, so it's we can learn about new places and make new friends. It's cool. Yeah, it's practically cool, and thank you for the interview. Have a nice time here and enjoy it. Thanks. So, das war's auch schon wieder mit der kleinen Folge von Pescado TV und zwar die Spanischschüler und der ganze Austausch. Und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Man sieht im Hintergrund, hier haben wir auf jeden Fall noch den ganzen Abend lang Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!